Ja, definitiv. Also die Vorbereitungen, gerade durch die Bedingungen am Tegernsee, waren top. Und wir haben viele Einheiten auch reinbekommen. Viel im taktischen Bereich gearbeitet. Natürlich neuer Trainer, neue Spielphilosophie. Immer sehr, sehr spannend, dann auch neue Inhalte den Torhütern zu vermitteln. Und das war schon so ein bisschen das Augenmerk in der Vorbereitung jetzt. Klassische, dass wir in der Vorbereitung die Spieler zerstören und viel trainieren und sonst vorher 4 Wochen Urlaub, weil das gibt es ja gar nicht mehr. Es ist ja eigentlich ein flüssiger Übergang. Die Jungs bekommen Pläne im Sommer, trainieren eigentlich durch und dann fangen wir wieder an mit unseren Schwerpunkten und arbeiten die weiter. Und wir haben auch langfristige Ziele mit den Jungs. Also das ist ja nicht, dass wir nach einer Saison stoppen und dann gar nicht mehr drüber reden. Wir versuchen die Jungs ja auch langfristig besser zu machen und nehmen das dann einfach wieder auf in der Vorbereitung. Einmal die Woche mindestens versuchen wir natürlich einen sehr, sehr großen athletischen Reiz auch zu setzen, wo die Jungs viel springen, viel auch in die Abdrücke reinkommen, also maximal explosiv arbeiten. Und das zieht sich dann so durch die Wochen durch und in der Vorbereitung vielleicht auch einmal mehr dann als in der normalen Woche. Torwart ist ja eine sehr, sehr komplexe Position, du musst irgendwo alles können und das müssen wir auch in die Trainingswoche verpacken. Also wir versuchen viel am Fuß zu trainieren, viel im Tor, 1 gegen 1, Schüsse aus verschiedenen Distanzen und dann natürlich auch Flanken und tief gesteckte Bälle und sowas. Von daher alles wichtig. Klar, die Vorbereitung ist wichtig, eine gute Phase, um sich vorzubereiten, um sich physisch auch dann fit zu bekommen. Aber klar merkst du, dass alle ein bisschen wacher sind, dass es Kribbeln kommt und alle freuen sich. Thank you.